und da ist die nächste Ult-Kombination. Kronos springt rein mit der Shadow und auf sie drauf. Feric Ult, du hast es gesagt. In der Zeit hätte ich mir einen Kaffee kochen können. Viel zu spät. X-Guts flasht jetzt hier davon. Und die Düsseldorfer versuchen, sich hier zu retten. Aber das ist schon Double Kill für den Silas. Das wird der Triple. Und Brownboy auf dem SGL versucht da, um sein Leben zu flashen. Geht wieder Flash einfach hinterher. Er ist der ADC, der gerade besser im Game steht. Vierter Kill für Ashe. Triple Kill für Silas. Und auf der Topline macht Antemmel das Ding einfach perfekt. Aber Servo wird gehört, dass der Taunt von Antemmel hier unter Tower. Holy Keeper Obsession kommt davon. Die Taric Ult kommt jetzt rein. Die macht nicht so viel, aber Dragon Devil ist da. Und findet King Güler mit seiner Ultimate. Deine Teamfight-Combo. Viel zu tanky, viel zu viel Damage. Der holt das Ding. Kronos stealt hier den Dasher. Er ist doch der Held, den Karlsruhe braucht. Und jetzt wird der Sion hier angegangen mit guten Knock-Up into MF Ult und da ist die Flag von Martin Schock einfach drei Leute und da ist die Bombo-Kombo, genau das wollte Köln haben. Man trifft hier den ersten Support-Carry, Enigma fällt und das ist Tiger Rocks. Die Frage ist, ob dieser Dragon hier auch Freelo sein wird. Das wäre der dritte und der erste Inferno. Und Hamburg ist natürlich wieder da, das Ding zu contesten. Bend ist wieder da mit dem Smite und Miesmuschel mit dem Engage. Caitlyn findet hier den ersten Kill, Sokrates den zweiten, Mountain findet das Binding, Jax bewegt sich aber überhaupt nicht mehr dieses Spiel. Ja, du hast aber Bend auch nicht dabei und das wäre deine Chance. Aber was ist das? Cyberbox platzt einfach, bevor der Teamfight beginnt. Mountain ist jetzt im Rippenstab Flash Ult. Mountain, der alte Pro-Player, bringt ihn aber gut CC an. Diesmal hat er Sonyas, stirbt also nicht für seine Aktion. Redemption kickt auch ein, hielt hier die letzte Map aus.